Als nächstes spricht ein Kamerad, der mittlerweile auf über 35 Jahre des politischen Aktivismus zurückblicken kann. Der Bundesvorsitzende der Partei Die Rechte, Kamerad Christian Borch. Mit 600 Feinde des Vaterlandes und mit 600 Strecken sei das Vaterland zu retten. Heute sehe ich, welch ein Irrtum, wir kommen mit 20.000 kaum aus.
Und beim Ausdrucken hat dann mein Drucker versagt. Also ich hatte keine Patrone mehr drin. Warum auch immer. Darauf habe ich mich dann zu einem Internetcafé begeben. Da konnte ich jedoch auch nicht ausdrucken, da der türkische Inhaber es vorzugte zu beten. Der nächste Drucker bei mir in der Gegend wäre dann das Parteibüro von Bündnis 90 Die Grünen. Dort bin ich dann reingegangen und war ziemlich überrascht, dass es kein Problem war für mich, auch als ich gesagt habe, dass es hat politische Hintergründe, dass ich ausdrucken dürfte. Die wollten nicht reingucken, gar nichts. Und er spielt heute nicht wirklich eine viele Rolle, aber ich wollte es noch mal kurz erzählen. Also vielen, vielen Dank an die Grünen. Das nenne ich demokratisches Miteinander. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Dankeschön. Also, liebe Kameradinnen und Kameraden, deutsche Bürgerinnen und Bürger von Hamm, wir... Nationaler Sozialismus! Yes! Nationaler Sozialismus! Yes! Nationalsozialismus! Yes, yes, yes! Und wir kämpfen! Frei, sozial und national! Frei, sozial und national! Thank you.
Keep going.